Hi Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Heute habe ich einen Tag für euch und zwar hat die liebe Shirin von Love and Have Fun, ihren Kanal verlinke ich natürlich in der Infobox, sie hat mich getaggt zu dem Ein-Wort-Tag und ja, ich habe gedacht, ich bin ja so eine Labertasche, ne? Und ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal aus, jede Frage wirklich nur mit einem Wort zu beantworten. Jetzt geht's los. Wo ist dein Handy? Hier. Dein Partner? Wer? Deine Haare? Kaputt. Deine Mama? Beste. Dein Papa? Auch. Dein Lieblingsgegenstand? Laptop. Dein Traum von letzter Nacht? Seltsam. Dein Lieblingsgetränk? Chai. Dein Traumauto? Geländewagen. Der Raum, in dem du dich befindest? Schön. Dein Ex, Wayne. Deine Angst, Dunkelheit. Was möchtest du in 10 Jahren sein? Mama. Mit wem verbrachtest du den gestrigen Abend? Allein. Was bist du nicht? Was bin ich nicht? Eingebildet. Das letzte, was du getan hast, geschminkt. Was trägst du? Klamotten. Dein Lieblingsbuch? Potter? Das letzte, was du gegessen hast, Brot. Dein Leben? Schön. Deine Stimmung? Positiv. Deine Freunde? Unersetzlich. Woran denkst du gerade? Fragen? Was machst du gerade? Filmen? Dein Sommer? Cool. Cool. Was läuft in deinem TV aus? Wann hast du das letzte Mal gelacht? Eben. Das letzte Mal geweint? Gestern. Schule? Vorbei. Was hörst du gerade? Beyoncé. Liebste Wochenendbeschäftigung? Chillen. Traumjob? Erfüllung? Dein Computer? Acer. Außerhalb deines Fensters. Himmel. Bier. Stinkt. Mexikanisches Essen. Lecker. Winter. Weihnachten. Oh. Religion. Islam. Urlaub. Hawaii. Auf deinem Bett. Unordnung, Liebe, Zuversicht. Ach, keine Ahnung. Also, der Tag ist jetzt fertig, die Fragen sind jetzt fertig. Keine Ahnung, ich habe jetzt einfach ganz spontan versucht, irgendwelche Sachen da reinzumachen. Keine Ahnung, ob das alles so logisch war. Ich glaube, das Schlimmste bei diesem Tag ist, man versucht sich immer zu erklären. Weil manchmal, wenn man nur ein Wort sagt, man selber weiß, was man meint, aber man, weiß ich nicht, man ist irgendwie... Weiß ich nicht. Ich hatte ganz oft das Gefühl, als ob ich jetzt erklären muss, was ich meine. Aber ich habe dann versucht, einfach immer nur auf die Fragen zu gucken und weiterzumachen. Ich hoffe, ich habe jetzt auch wirklich alles mit einem Wort beantwortet. Und ja, ich hoffe, der Tag hat euch gefallen. Ich weiß nicht, ich bin gerade so ganz komisch, weil es so total seltsam, nur ein Wort immer zu benutzen. Aber na gut, man kriegt ja auch beigebracht, immer in ganzen Sätzen zu antworten, ne? Aber naja, also ich hoffe, der Tag hat euch gefallen. Ich fand ihn irgendwie lustig, irgendwie auch ein bisschen seltsam. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wen die Shirin alles getaggt hatte. Deswegen tagge ich jetzt einfach mal niemanden und jeder ist dazu aufgefordert, gerne mitzumachen. Übrigens, das ist ja immer nur ein Wort. Vielleicht habt ihr ja Lust, auch in den Kommentaren einfach mitzumachen. Also ich schreibe euch die Fragen unten nochmal in die Infobox oder auf dem Blog. Mal schauen, wie ich das mache. Und dann könnt ihr einfach in die Kommentare... eure Antworten jeweils mit einem Wort. Das sind jetzt, glaube ich, 41? Was?
Es waren 41 Fragen. Ich wollte noch gerade sagen, es sind doch auch nicht viele Fragen. Aber gut, aber weil man ja nur mit einem Wort antwortet, dauert das ja dann auch nicht so lang. Also wenn ihr Lust habt, 41 Fragen zu beantworten, dann schreibt sie doch bitte in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, mir das mal durchzulesen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!